gesagt, es ist Dunkelwetter am Himmel. Der Wettermann vom Deutschen Wetterdienst hat uns versprochen, dass wir trocken durch die Show kommen. So, vor uns in der Luft die Nord-Nor-Atlas. Production in 1953, remaining there until 1961, with 425 of this aircraft being built. Und wie sich die Zeiten ändern, sieht man auch an der Standardbesatzung. Die Standardbesatzung der Nord-Atlas besteht noch aus 6 Mann. 2 Piloten, ein Bordmechaniker, ein Funker, ein Navigator, ein Lademeister. Vieles davon wird heute durch die moderne Technik und durch die Elektronik erledigt. Normal crew of 6, 2 pilots, 1 flight engineer, 1 radio operator, 1 navigator, and a loadmaster, taking care of the cargo in that very large hold in the center of the fuselage. Und die Nor-Atlas, unter den Piloten Nora genannt, war für die Luftwaffe das erste neu beschaffte Transportflugzeug nach dem Zweiten Weltkrieg. Known to the pilots as Nora. Luftwaffe operating this aircraft. Since the signing of war. Motoren Snack My Hercules mit die 2040 PS. Sehr enge Kurven, ne? Und wie gesagt, hat die deutsche Bundeswehr dieses Flugzeug auch betrieben. Die ersten Maschinen waren in Frankreich gebaut. Alle weiteren für die deutsche Bundeswehr wurden in Deutschland dann mit Lizenz. Equipping three transport squadrons.